Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht's mit unserer T1-Karosse weiter. Wir sind mal nicht in Hannover bei VW, sondern wir sind mit Marius auf dem Weg nach Süddeutschland. Beziehungsweise wir haben schon 500 Kilometer hinter uns und sind schon da. Was machen wir heute? Genau, wir sind hier in Welzheim, besuchen die Firma Kablers, wo hoffentlich unser Sammler angekommen ist inzwischen. Und den werden wir mit dem Herrn Schwan, soweit ich weiß, einer der Geschäftsführer oder der Geschäftsführer, KTL beschichten heute. Okay. Das heißt, wir werden hier leider ein paar Stunden verweilen. Es gibt so verschiedene Prozesse, ich weiß auch noch nicht genauer. Werden wir gleich mal sehen, was uns hier so erwartet. Aber wir geben den Zuschauern noch mal einen kurzen Zwischenstand. Das Auto war bei euch jetzt soweit fertig geschweißt. Genau, und verzinnt. Kam dann hierher, wurde nochmal nachentrostet durch den Flugrost und so weiter und wird jetzt hier heute wohl in verschiedenen Bädern gereinigt, vorbehandelt und dann beschichtet. Und diese Nachentrostung hat aber schon stattgefunden? Das hoffe ich, weil er weiß, dass wir nicht allzu viel Zeit mitbringen. Okay, alles klar. So, das heißt, wir gehen einfach mal rein. Achso, letzte Frage noch. Ihr arbeitet mit dieser Firma immer zusammen, also alle Karossen gehen hier hin? Genau, also wir haben schon ein paar ganz gute Erfahrungen mit denen gemacht und das Problem ist, in Deutschland haben nicht viele Firmen die Möglichkeit, so einen großen Bus zu beschichten. So Käfer oder so kleinere Sachen kriegst, dann gibt es mehrere Firmen, aber Bus kannst du so meines Wissens nach an ein, zwei Händen abzählen in Deutschland überhaupt, die so große Bäder haben. Deswegen sind wir hier. Okay, wir gehen einfach mal rein und gucken. Gucken wir mal. So, wir haben unseren Samba, wie man sieht, gefunden. Alexander gefunden. Hi Alexander. Servus. Einmal zu dir kurz. Wo sind wir? Was machen wir hier? Was tust du hier jeden Tag? Ja, wir sind hier bei der Entladungsfabrik. Kablers, sagt man glaube ich auch. Ja. Dann haben wir die Autogut. Wir sind eigentlich drei Firmen und wir müssten der größte Laden in Europa sein zum Thema Oberfläche entlacken und beschichten von Klassikern oder Second-Hand-Bereich und so weiter, also nicht nur OEM, sondern eher so NA. Ja. Wir sind die einzigen in Europa, wo das Thema Entlackern, Vorbehandeln und Kartellbeschichten im Haus können. Und heute geht es jetzt um hier eine Vorbehandlung und eine Kartellbeschichtung von eurem Samba. Ja. In 4 Stunden sind wir soweit und bis dahin viel Erfolg. Wie lange macht ihr das Ganze schon? Wie lange gibt es euch schon? Wir haben seinerzeit als Kablers haben wir das Trockenerstrahlen mit erfunden. Also wir waren eine von zwei Firmen, wo im Prinzip das Thema Trocken gebracht hat. Das waren unsere Anfänge. Und seitdem befassen wir uns eigentlich immer mit der Antwort auf die Frage, wenn du so ein Auto mal sauber gemacht hast oder entlackst, hast du es kaputt, was machen wir jetzt? Ja, und eigentlich ist die Größe eigentlich nur daraus gekommen, weil 99% aller Klassiker, die wir jeweils entweder gestrahlt oder chemisch entlackt oder sonst wie behandelt haben, die waren eigentlich defekt. Und daher kam dann die Größe, weil das immer schneller und effektiver und günstiger und so weiter mussten wir mal. Das heißt, ihr macht auch richtig anschließende Rostbekämpfung, Korrosionsbau und so weiter? Naja, wir sind eigentlich dazu mutiert, eine industrielle Restaurierung zu bieten, indem wir Rohkarossen im Prinzip entlacken, entrosten, schweißen, KTLen und lackieren können. Das hören wir auf. Weiter würden wir nicht machen. Keine Montage? Nein. Wie entscheidet ihr, ob ihr chemisch entlackt oder strahlt? Es gibt ja nicht nur das Strahlen an sich, sondern es gibt Strahlen und Strahlen. Es gibt verschiedene Strahlarten und man muss eigentlich dazu sagen, jedes Strahlverfahren hat seine Berechtigung und auch sein spezielles Einsatzgebiet. Und ich würde sagen, es gibt zwei klassische Begriffe dazu, die heißen einmal abrasives und nicht abrasives Strahlen. Und der weitere Begriff heißt Mediastrahlen. Also immer wenn irgendetwas in der Lanze drin ist, dann nennen wir das Media oder ein Medium.
Und die Medien können das Blech reiben oder nicht reiben, deswegen abrasiv oder nicht abrasiv. Ich würde sagen, es gibt ein heute sehr durchgesetztes Verfahren. Das Trockeneinstrahlen ist etwas, was man an fahrbereiten Fahrzeugen macht. Immer wenn ein Fahrzeug zusammengebaut bleiben soll und man will nur unten mal schauen, wie er aussieht, dann ist Trockeneinstrahlen einfach das Beste, was man machen kann als Vorbehandlung. Wenn du sagst entplacken, gibt es auch zweierlei Anwendungen. Wenn du sagst zum Beispiel, das Auto soll nicht ganz auseinander und es ist ein sehr gutes Auto, dann ist das Kunststoffstrahlen etwas, wo man außen entplacken kann. Im zusammengebauten Zustand, indem man einfach auf Glas und auf Dichtungen abklebt und dann einfach abzieht. Dazu bedürft es eigentlich eine spezielle Technik. Das hat nicht jeder. Also das klassische Kunststoffstrahlen findet in Vakuumstrahlhäusern statt. Und sowas gibt es bei mir. Weiß nicht, wer sowas noch hat. Habe ich auch noch nie gehört, also Kunststoffstrahlen. Genau, das ist zum Beispiel etwas. Und was wir auch noch machen, was wir auch zeigen können hier, ist die Pyrolyse. Das heißt, wenn wir undefinierte Karosserie mit undefiniertem Speck, also Spachteln, was auch immer da drauf, stecken wir in einen Ofen, schicken dort 4 Stunden durch und erst dann fangen wir eigentlich an mit dem Entlacken. Wenn es dann geht, in die Wanne. Damit sparen wir uns sehr viel Energie in Form von. Das heißt, über Wärme löst sich das dann auch alles in dem Ofen? Ja, das ist kein klassisches Brennen, sondern in einem Ofen ist ein sogenanntes Schwelen, eine halbgeschlossene Pyrolyse. Nicht komplett dicht, sondern halbdicht ohne Sauerstoff. Dabei brennt nichts, es schwelt bis 400 Grad und dabei zersetzt sich Spachtel, Dichtmasse, Steinschaltschutz in ein Pulver. Muss dann allerdings wieder komplett zerlegt sein, das Auto? Selbstverständlich. Also wie gesagt, für den Laien würde ich sagen, es gibt es zwei Anwendungen, fahrbereit oder nicht fahrbereit. Für den Profi gibt es dann eher differenzierte Anwendungen, gutes Auto, schlechtes Auto, schlechte Autos da lang, gute Autos da lang. Und ansonsten gibt es noch solche Mischverfahren, die wir zwar mal mit erfunden haben, wie Wasserstrahlen oder Wasserhöchstdruck oder Sodastrahlen, das sind auch solche Sachen, aber die haben meines Erachtens Vor- und Nachteile. Die Nachteile überwiegen und deswegen würde ich sagen, bleiben wir bei der Geschichte. Das Wasserstrahlen kann nicht entrosten, kann auch nicht komplett. Ja. Das Sodastrahlen ist alkalisch, die Reste dazu verhalten sich ähnlich wie die Chemie am Fahrzeug. Auch den Punkt sollten wir heute ansprechen, Chemie und Reste, richtig. Da würde ich gerne einmal Klarheit schaffen hier, weil ich habe keine Lust auf diese ganzen Forumsratschläger. Ungefähr. Ja, also ihr hört auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall richtig technisch und auf jeden Fall richtig interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass hier so viel passiert. Das wird auf jeden Fall geil. Das heißt, jetzt als allererstes geht wie los mit dem Samba? Den Samba haben wir jetzt im Prinzip nach dem Schweißen, richtig, den haben wir mal abgeholt. Der ist jetzt mal chemisch entlackt gewesen. Durch die Bearbeitungszeit hat er halt Rostflecken, irgendwelche Schmutzpartikel, Schleifstaub etc. Die Kollegen von mir, die bereiten ihn im Prinzip jetzt tauchbar vor. Sie werden jetzt Löcher bohren, damit dort überhaupt wieder Abläufe vorhanden sind. Ja, alles was reinkommt, muss halt wieder raus. Dafür sorgen wir jetzt und dann geht es eigentlich schon in die Entrostung, also in die Nachentrostung. Dann geht es wieder zum Neutralisieren und ab da geht es dann schon in die Kette. Das heißt, hier finden jetzt alle Bäder, befinden sich nebeneinander eine alle? Nein, speziell hier ist es so, dass wir die Vorbehandlung nachentrosten, passivieren, waschen, in der Halle stattfindet. Okay. Warum? Weil es auch Industrieteile gibt, die keine KTL brauchen. Und die KTL hat einen speziell separaten Bereich. Okay. Und die machen wir dann nach dem Waschen. Also die grobe Arbeit muss hier stattfinden, ist auch von dem Lärm und von der Umwelt an sich. Und KTL ist für uns eher die feine Arbeit. Okay. Umstrittenes Thema bei uns immer das Weichlot. In welchem Bereich des Prozesses ist es denn am gefährdetsten, dass das Lot eventuell angelöst wird, beziehungsweise zum Schmelzen gebracht wird? Also wir hatten in der Vergangenheit mal Probleme, jetzt nicht bei euch, aber dass Teile von Zinn einfach weg waren hinterher. Ist das eher beim Entlacken das Problem oder eher beim Beschichten dann? Sowohl als auch und noch eine dritte Komponente. Also es ist so, dass das Thema Zinn auch bei mir, also ich streite ebenfalls darüber. Zinn, also der Ursprung an sich, Thema Zinn, ist immer derjenige, der es da drauf macht.
muss schon mal imstande sein, das zu tun. Ja. Das ist nicht ausgeschlossen, dass er das nicht ist. Ja. Ja, also es ist immer so, der Werker, der das da drauf bringt aufs Auto, muss es auch richtig drauf bringen. Warum? Du brauchst im Prinzip eine blanke Oberfläche, ja, eine super blanke Oberfläche, die tust du dann mit einer Zinnpaste benetzen, dann verlaufen und schleifen. Und dann gibt es aber viele Spezialisten, die sind halt nicht super blank. Und das Verlaufen und Verzinnen ist immer noch bohrig. Mhm. Durch den Schleifstaubzinn machst du dir deine Bohren zu. Ja. Und dann sieht es aber sehr gut aus, richtig? Jetzt bringst du mir die Karosserie und sagst, Herr Schwan, aufpassen, Zinn. Ja, ich will, dass das Zinn erhalten bleibt. Dann sage ich, mal sehen. Ne? Jetzt gehen wir in die Vorbehandlung, waschen das und dann geht zum Beispiel der Staub aus deinen Bohren schon mal raus. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass da drunter schon mal nicht okay ist. Also wir haben schon eine Angriffsfläche geschaffen. Und wenn wir dann in die KTL gehen, egal mit wie viel Grad, dann haben wir dort mehr wie außen. Okay. Und damit schaffen wir auch schon Fehler, die eigentlich hausgemacht waren, aber die erst beim Behandeln zum Vorschein kommen. Und ihr seid dann schuld. Natürlich, dann diskutieren wir wieder. Ne? Ja. Weiterer Punkt ist natürlich die Einbrenntemperatur. Das ist dann die Nummer 3, aber die Nummer 2 war das Entlacken. Lässt du das Fahrzeug konventionell chemisch entlacken, dann hast du ja dasselbe Problem. Wenn das Zinn sich angreifen lässt, dann wird es angegriffen. Also wenn die Verarbeitung vom Zinn original nicht okay war, ist das schon ein Punkt, wo es angegriffen wird. Weiterer Punkt ist das Entrosten. Das Entrosten versprödet das Zinn am Rand, sodass wir mit dem Fingernagel eine Kante haben. Und diese Kante, die ist wiederum ein Angriffspunkt. Eine ganz krasse Version, wenn wir mit thermischem Ofen entlacken, dann garantiere ich dir, ist weg. Läuft einfach weg. Ja, das ist einfach fort. Wir haben dann zinnfreies Auto. Was mir am liebsten wäre, weil ich heute einfach mal das Thema nicht so machen würde. Ich würde wirklich mit Zinnersatz, mit metallisierten Spachteln arbeiten. Ich halte das für besser. Wenn jemand klassisch drauf steht, weil er halt sagt Zinn, dann muss der Mann das können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, von 10 kann es immer nur ein. Ja, gucken wir mal heute. Ja. Gucken wir mal, was wir nachher ohne Zinn wieder nach Hause kommen, bringt uns der Mechaniker auf jeden Fall leider um. Wir gucken mal. Nee, cool. Kunststoffrollen einfach jetzt nur abgebaut, weil... Eigentlich könnte man sie auch drin lassen, das wäre eigentlich egal, aber wir wollen ja nicht so tun, ne? Als ob, sondern wenn, dann machen wir es richtig. Ja, okay. Also in dem Prozess hier Kunststoffrollen kein Problem. Also. Das ist eigentlich weniger das Problem. Also
Die haben leider die Erfahrung gemacht, Bleche, die beschichtet sind, haben auch nicht gepasst. Also nicht an den Lieferanten, die... Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie nicht eine besonders aggressive Flüssigkeit hier. Also wir sprechen hier, wenn dann überhaupt, von einer wässrigen Säure. Das bedeutet, wir liegen hier bei 12% vielleicht. Und ist sie heiß oder ganz normal? Das brauchst du nicht heiß. Man kann sie heiß machen, aber in der Chemie ist das so, alle 10 Grad doppelte Leistung. Und da die Fahrzeuge oder allgemein viele Bauteile eher kritisch sind, weißt du, wenn du die warm machst und überhältst, dann sieht es aus wie gestrahlt. Das magst du dann auch nicht. Ne? Also es aber es ist wie eine Weisheit, die kann ich auch noch nicht. Ja. Alle 10 Grad doppelte Leistung. Doppelte Leistung, ja. Das heißt, du kriegst es auf 80 Grad und lagst fünfmal so schnell wie jetzt. Oh. Wie lange bleibt der jetzt hier drin? Also wir bräuchten eigentlich eine Stunde. Wir machen hier 20 Minuten das Land den Fahrzeug. Das ist gut. Ja, ja. Dann zum Passivieren, dann ins KTL. Dann passivieren, dann wieder waschen. Also immer wieder waschen. Die Arbeit findet eigentlich im Spritstand statt. Ja, und erst danach geht es dann zu der KTL. Also waschen ist hier so ein Thema. Ne? Positive Lösung. Die tut auch schon ein bisschen entrosten und macht den lagerfähig. Lagerfähig bedeutet, wenn du ein saure Medium hast und nimmst raus, es zapft sofort Sauerstoff und das Auto läuft ab. Hätten wir hier noch 10 Minuten gewartet, wäre der verrostet. So, deswegen muss der eigentlich von einem Tag ins andere. Und nach diesem Medium ist der nicht mehr so kritisch am Sauerstoff und kann dann später gewaschen werden. Wie lange bleibt er hier drin? Wir machen das jetzt so, dass wir den eine Stunde drin. Eine Stunde, okay. Wie macht ihr das mit Flüssigkeiten trennen? Weil man hat jetzt ja nicht alles rausbekommen aus der Karosse. So ein bisschen was, doch relativ viel. Also hier war es jetzt nicht so schlimm. Also wir haben jetzt vielleicht nur 5 Liter oder 10 Liter verschleppt, aber keine 100. Mhm. Wenn du einen automatischen Prozess hättest, hättest du über 100 Liter verschleppt in der Richtung. Dadurch, dass ihr das Auto noch mal so ein bisschen genau, vorne hinten hoch. Bei der Bartgröße und den 5 Litern ist das egal. Ist egal. Das spielt keine Rolle. Müsst ihr die Bäder irgendwann mal ablassen und neu machen? Wir müssen, also das Bad, wir kontrollieren unsere Bäder jeweils montags. Also da schauen wir den pH-Wert. Wir müssen einmal pro Woche, siehst du, die Woche ist rum, ja, Donnerstag, hier fehlen 2000 Liter. Das müssen wir jetzt zufüllen. Auch das müssen wir machen und es unterliegt einem Verschleiß. Verschleiß in Form von Fett, der Verschleiß in Form von Teilen, die eigentlich nicht da reingehören. Das Passivierungsbad und das Verplattungsbad ist nicht kritisch, das Entrostungsbad. Einmal im Jahr sieht, musst du komplett wegschmeißen. Wie viele Liter sind hier drin? 24.000. 24.000 Liter? Genau. Okay, das ist ein bisschen was. Ist das so richtig krass Chemie? Weil, oder ist das noch so einigermaßen... ich will jetzt nicht sagen ungiftig, aber jetzt nicht so richtig. Nein, das ist, also viele sprechen vom Säure entlacken oder Säure entrosten oder Säure was auch immer. Stimmt alles gar nicht. Ja, es gibt kein Säure entlacken, es gibt auch kein Lauge entlacken. Es sind wässrige Säure. Das heißt, die Anteile sind vielleicht bei 10-15%, aber nicht mehr. Und man braucht auch nicht mehr, weil eigentlich nichts bringt. Also ein Fahrzeug ist im Stahlbau das unkritischste Bauteil, weil das 0,8 oder 1,0 Blech hat und nicht, wie man in der Industrie kennt, solche Stahlbalken 10 mm. Deswegen ist es eigentlich eher das Feine. Okay. Also du stehst ja hier und das... Ja, wir leben noch. Das lebt, also es geht. Ne? Ja, ja. So okay. Ungefähr.
Ja, da hätten wir den Punkt nämlich auch geklärt. Weil ich weiß, so viele Fuhren gibt es ja auch nicht mehr, die dieses Entlacken in Deutschland machen, oder? Anders gesagt, es gibt eigentlich viele Firmen, die entlacken. Moment, ich mach kurz das dazu. Also es gibt viele Firmen, die entlacken, aber es gibt ganz wenige Firmen, wo entrosten. Weil die Anwendung entrosten ist eigentlich nur Oldtimer-spezifisch. Nur dort braucht man die. Deswegen gibt es europaweit vielleicht 2 oder 3 Firmen, wo das Entrosten beherrschen. Das ist der große Trick dabei, das Entrosten. Weil einfach so diese Kette hintereinander passen muss, damit am Ende das KTL dann auch mal aufkommt. Ja, es ist einfach teuer. Das sind Medium Entrosten, ist teuer in der Beschaffung und teuer in der Entsorgung. Und unterliegt einem höheren Verschleiß wie alle anderen Medien. Deswegen ist eine Sache, hast du Kundschaft in der Oldtimer-Branche oder hast du keinen? Und das ist halt doch durchaus tricky. Was würde passieren, wenn wir das Auto ohne Entrosten und ohne Passivieren direkt einfach ins KTL geschoben hätten? Hätte auch funktioniert. Aber wahrscheinlich nicht 100% Vollfläche, sondern wäre ein paar... Ja, der hatte ja schon Griffrost und den hat man jetzt hier probiert wegzumachen. Aber KTL ist an sich auch sauer. KTL ist ein saures Medium und gibt durch die Dialyse, durch die Abgabe, ergibt sich eine Carbonsäure. Deswegen sind zum Beispiel unbeschichtete Flächen in der KTL immer leicht rostig, weil sie diese Säure abgeben dürfen. Man braucht aber auch Säure, um etwas haftbar zu machen. Deswegen waschen, entfetten tut man alkalisch, aber entrosten tut man in der Regel sauer und aktivieren. Und ihr würdet jetzt hier aber nicht nur Rohkarossen machen, sondern wenn jetzt einer irgendwie einen Gestell oder irgendwie sowas hat, sowas würdet ihr auch machen. Also wir machen hier Industrieentlackungen, wir machen hier Aluminiumentlackungen, wir haben extra noch ein Bad da drüben. Und wir machen hier vorbehandeln für die KTL auch Industrieteile. Das ist halbe, so 50-50. Okay, ja, dann haben wir erstmal 60 Minuten Zeit. Pause.